Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder. Ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern pfiff sein Schwert so schnell, ich konnt's kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gevierteilt. Vielleicht sollten wir ihm selbst eine Lektion provoziere die Wärter. An so einem Scheißhaufen macht man sich... Wache! Komm doch mal her, guter Mann. Was soll das Geschrei? Willst du, dass wir dir das Maul stopfen? Ohne dieses Gitter würdest du die Klappe nicht so aufreißen. Ach, wollen wir doch mal sehen. Ich dresch dir das Gekröse aus dem Balk. Oh. Oh. Oh, oh. Welche Quicktime-Event? Hätten sie auch mich auch ruhig vorher mal warnen können. Ich dachte, jetzt kommt so ein normaler Faustkampf. Hallo. Loot, loot. Gefängnisschlüssel. Will ich hier was mitnehmen? Okay. Das war's. Gibt's hier sonst nichts mehr, das ich mitnehmen kann? Verdammte Fackeln. Sie werden mich verraten. Jetzt bist du im Schleichmodus. Melde illuminierte Bereiche. Du kannst Wachen betäuben, indem du dich anschleichst und dann Dings drückst. Nieder mit dem Mutanten! Warum auch immer das nicht geklappt hat. So, und jetzt kann ich mir doch bestimmt ihre Schwerter schnappen, oder? Natürlich nicht. Lass mich in Ruhe. Bitte geh weg. Tu mir nichts an. Wollt versuchen, dich zu befreien. Aber okay. War aber auch schwer zu sehen jetzt. Hier pfeift's ja wie in den Kestrelbergen. Trotz Pestilenz hab ich einen Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Mit dir werde ich nicht fertig. Ja, tut mir leid, keine Schlüssel. Was der hört mir nicht? Der Häftling ist geflohen. Wache! Ich aussitze sie den Arsch. Du hattest noch eine Karte vom Gefängnis bestellt. Bitte, da ist sie. Erstklassige Tätowierung. Und ich sollte mich einlochen lassen. Da bin ich. Wo ist denn das Scheißproblem? Sag du's ihm. Ich schaff's nicht. Als erstes, was ist das für ein Herz da mit Mama drin? Das verdeckt ja die halbe Karte. Was war das denn für ein Schlüssel? Zum oberen Kerker. Gut. Nur ein paar Humpen zum Warmwerden. Schlüssel.
Und dann lässt du dich noch als Dieb einbuchten. Diebe werden aber ausgepeitscht, ehe man sie ins Loch wirft. Wie sollen wir jetzt einen Striemen von einem Gang unterscheiden? Ui, Nilfgaarder. Was haben wir Nilfgaarder hier zu suchen? Ich bin Schillard Fitz Österlin, Gesandter des Reichs Nilfgaard, wo der herrlichste Herrscher aller Zeiten regiert. Emir Far Emreis. Was willst du von mir, Gesandter von Nilfgaard? Nur mit dir sprechen, Baronin. Ach, wirklich? Das würdest du dich nicht trauen, wäre mein Sohn noch am Leben. Nun, ich bedauere den Tod von Baron Lavalette zutiefst. Oh. Sei meines aufrichtigen Beileids versichert. Doch es ist genau dieser Verlust, der dieses Gespräch für beide Seiten gleichermaßen ratsam macht. Lasst mich los! Ich werde alleine gehen. Ich werde zurückkehren. Und dann zahle ich es dir heim. Gehen wir, Baronin. Dein Gejammer ist überflüssig. Mhm. Er ist auf unserer Seite, der wusste, dass wir da sind. Können wir hier einmal bei der reingucken? Du bist zu früh dran. Dein Termin ist erst morgen. Oh, oha. Oha, das Bluten ist kacke. Komm her. Von der anderen Seite so. Oha. Oha. Gut, dass er mir jetzt kein Bluten zugefügt hat. Oha. Jetzt kann ich mir sein Schild mitnehmen und sein Schwert, oder? Kann ich nicht. Aber egal. Schuhe, kurze Handschuhe. Ist doch besser so. Okay. Da oben raus, oder was? Nee. So waren wir dann echt einfach nur falsch.
Aussage der Maria Luisa. Hiermit erkläre ich Luisa Lavalette, dass Ayan Lavalette der Vater meiner Kinder, Anais und Lucy, ist. Oh. Das wird den Volltest. Okay, bzw. das hätte ihn nicht erfreut. Ah, war jetzt hier unsere Ausrüstung. Komm schon, irgendwas ist da doch noch. Das. Guck mal, was hat man denn hier jetzt noch so? Naja. Waffen. Nichts Neues. Schema Reißzahn. Ein Fernrohr. Sieht aus wie eine Lupe. Gut, ich denke, wir können dann jetzt hier wieder rausgehen. Du Bastard! Du Drecksschwanz! Fick dich, du Schwanzlutscher! In den Arsch! Okay. Hurensohn! Ich bring dich um! Kapiert? Okay. Ich reiß dir den Schwanz ab! Weiß ich Bescheid. Und schlag dich damit tot! Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Weiß ich Bescheid. Muss ich hier noch weiter schleichen. Was ist los? Alter, schlägst du vielleicht auf den einen, anstatt hier das scheiß Licht immer an- und auszumachen? Okay. Der Knüppel betäubt recht häufig, habe ich das Gefühl. Ich lass doch mal das scheiß Licht in Ruhe. Nein, du sollst looten, Geralt. Komm schon, stell dich nicht so an. So blöd bist du doch gar nicht. Na, was soll's. Dann halt nicht. Boah, die Rüstung kann ich nicht anziehen. Schade. Aber hier irgendwas Gutes drin? Boah, ich glaube nicht so. Herein, Meister Geralt. Gestatte mir, dich mit der Baronin Lavalette bekannt zu machen, Mutter der königlichen Kinder, die derzeit den Tod ihres Ältesten betrauert. Herrin. Doch nun muss das Geschlecht Lavalette nicht mehr leiden und kann in eine hellere Zukunft blicken, unter dem Schutz des Nilfgaardischen Imperiums. Hast du meinen Sohn Arjan getötet? Ja. Ich hatte keine Wahl. Er wusste, wie es enden kann, wenn man die Schwerter kreuzt. Der Tod war ihm lieber als die Schande. Stur wie sein Vater und sein Großvater vor ihm. Ehre, nichts als Ehre. Wie ist er gestorben? Hat er gelitten? Ich glaube nicht, dass er den Schlag gespürt hat. Vermutlich hat er ihn nicht einmal kommen sehen. Das muss mir genügen, nehme ich an. Ja. Ist das so? Herrin. Ich an deiner Stelle würde dem Gesandten nicht trauen. Meister Geralt, seien wir doch bitte ernsthaft. Er soll sprechen, ich will es hören. Ich kannte deinen Sohn nicht, aber ich weiß, dass er den Imperator als Feind betrachtete. Volltest ebenfalls. Du weißt nicht, was sich im Land ereignet und wozu Kimbold, Maravell und ihre Schergen fähig sind. Ich bin den Kindern von Volltest und ihrer Sicherheit verpflichtet. Ein Pakt mit Nilfgaard ist ein Pakt mit dem Teufel, das ist wahr, aber mir bleibt keine Wahl. Kannst du denn von dir behaupten, den König wirklich gekannt zu haben? Gut genug, um zu wissen, was ich sage. Wirklich? Wenn dem so ist, was war er für ein Mensch? Ich will deine Meinung hören. Er war wie alle anderen, abgesehen von der Krone, die ihm nach Geburt ist. Es ist nicht an mir, das zu beurteilen. Er hat alles und jeden benutzt. Hm.
Keine Ahnung, ehrlich. Herrin, in meinem Beruf lebt man länger, wenn man die Edlen nicht beurteilt. Vor allem solche nicht, die ermordet zu haben, man beschuldigt wird. Wenn an diesem Vorwurf was dran ist, hast du nichts zu verlieren, wenn du sprichst. Ich habe Foltest nicht umgebracht. Und ich beabsichtige, denjenigen zu finden, der es getan hat. Der Gesandte zweifelt an deiner Schuld. Ich glaube auch nicht, dass du den König getötet hast. Gesandter, hilf dem Hexer aus der Burg zu fliehen. Dies ist mein Wunsch. Aber Herrin, das wäre nach meinem Dafürhalten ein unwägbares Risiko. Und dann ist da noch die Sache mit deinem Sohn. Der hat sein Schicksal selbst gewählt und ist auf eine Art von uns gegangen, die eines Lavalette würdig ist. Wie soll ich dir glauben, dass du mich vor den Schlangen Kimbold und Maravell beschützen kannst, wenn du schon vor ein paar Kerkerwachen einknickst? Herrin, ich will tun, was in meiner Macht steht. Gib mir einen Augenblick, Hexer, und dann geh zum Haupttor. Okay. Hier noch irgendwas? Kann ich mit ihr reden? Ne? Oh, sorry. Wache! Der Hexer ist flüchtig! Er wütet im Kerker! Ergreift ihn! Aber... Soldat, noch ein Wort und du wirst dich für Verrat verantworten müssen. Los jetzt, in den Kerker! Okay. Guck mal, wir müssen hier lang. Schwert. Halt! Verflixt, bist du das, Hexer? Man behauptet, du seist der Königsmörder. Bin ich nicht. Und ich werde es beweisen. Das glaub ich dir sogar. Freut mich zu hören. Wäre nicht schön gewesen, dich jetzt umbringen zu müssen. Haben alle Haudegen die Schlacht überlebt? Ja, sie saufen sich schon seit 2 Tagen dumm und doof deswegen. Ich finde, ich schulde dir was. Du schuldest mir gar nichts. Wir sind in der Schlacht eingekesselt worden. Du weißt sicher, wie das ist, wenn man Ritter zusammenfercht. Nirgendwo kann man hin. Von hinten wird geschoben, vorne geht's nicht weiter und von oben schlagen die Hellebarden drein. Hätte ich keine Rüstung getragen, wäre ich zerquetscht worden. Und ich habe rund 12 gute Schläge auf den Helm kassiert. Mir klingeln zwar noch die Ohren und ich kotze auch dann und wann, aber immerhin bin ich am Leben. Gehirnerschütterung geht vorbei. Warst du mit den Haudegen auf Patrouille, als sie den Skoyatel in die Falle gegangen sind? Ja. Hexler hat gesagt, diese Einheit wäre ziemlich bösartig gewesen. Ist dir was Besonderes aufgefallen an ihnen? Hatten sie irgendwelche Abzeichen oder sowas? Tja, sie hatten Masken aus dem Stoff von Uniformen der Spezialeinheiten. Und sie schrien Jorvet oder so ähnlich. Hm. Woher kam der Drache? Keine Ahnung, aber er hat uns die Ärsche gerettet. Die Elfen hörten mit der Schießerei auf, sobald sie ihn sahen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Dann sind wir abgezischt wie vom Teufel persönlich. Nimm das hier. Hexler hat gesagt, ich soll mehr lernen, aber ich bin nicht der Typ dafür. Werde wohl nie ein großer Drachenjäger, schätze ich. Aber dir könnte es nützen. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Der Damm wird bewacht. Da kannst du dich nicht durchschleichen. Kannst du sie ablenken? Ich versuch's. Aber denk daran. Vergiss mich, wenn's zum Kampf kommt. Vielleicht sind wir dann sogar Feinde. Das hoffe ich nicht. Geh. Gib mir ein paar Augenblicke. Okay, was hat er uns jetzt gegeben? Loot, 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 loot. Gibt's nichts mehr zu... Doch, gibt noch ein bisschen was zu looten. Nice. Hier wahrscheinlich nicht. Ja, lauf. Geralt, hier drüben. Ah, Triss. Hallo. Na du. Grüß dich. Ja, grüß dich auch. Du solltest dich doch rausschleichen und jedes Blutbad vermeiden.
Du hast mir nur den Schlüssel für die Handschellen dagelassen. Keinen Umhang, der unsichtbar macht. Triss, ist alles in Ordnung? Königliche Ratgeberin war ich mal. Bin meinen Posten los. Mein Heim in Vysima. Hexerliebchen nennt man mich. Schicksal des Königsmörders. Die Leute reden, wie sie meinen, dass sie müssen. Ich weiß, aber... Sie werden die Meinung ändern, sobald wir den Königsmörder haben. Roche sorgt schon dafür. Korrekt, Spion? Ein Spion bin ich nicht. Aber ansonsten hast du wohl recht. Interregnum bedeutet blankes Chaos. Ratten wie Baron Kimbold und Graf Maravell regieren Temerien. Oder versuchen es wenigstens. Nur der alte Nathalys kann wieder eine echte Ordnung herstellen. Nathalys ist weit weg und von geringer Geburt. Er kann die Krone nicht erlangen. Baron Kimbold hingegen... Politik ist jetzt nicht so wichtig. Vernon, hast du irgendetwas über den Königsmörder erfahren? Vor einer Woche habe ich Nachricht von meinem Informanten in Flotsam erhalten. Er hat Jorvet in Gesellschaft eines riesigen Glatzkopfs gesehen, so wie du ihn auch beschreibst. Vor einer Woche? Klingt mir nach einer kalten Spur. Irgendwo müssen wir anfangen. Die Faktorei liegt ein paar Tagesreisen flussaufwärts in den Wäldern an der Grenze zu Edirn, in Jorvets Territorium. Dann auf nach Flotsam. Triss? Ja? Ich bin ein bisschen ramponiert. Siehst du noch meinen Wunden? Mhm. Gehen wir unter Deck. Und du musst mir von Yennefer erzählen. Jede Kleinigkeit. Ich will alles hören. Auch das, was du mir nicht sagen willst. Auch das, was wehtut. Klar zum Ablegen! Taue klar und alle an Deck! Taue sind klar! Kriege sind gute Gelegenheiten, um Freundschaften zu schließen. Doch Arjan Lavalette war zu beschäftigt, damit Mauern zu bauen und das Schwert zu schwingen. Und als er nicht mehr war, mussten die, die er geliebt hatte, sich zu jenen flüchten, die er gehasst hatte. Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man unglücklicherweise als Königsmörder gilt. Erst recht nicht für jemanden wie Geralt von Riva. Dieses Pech. Ich kenne den Hexer gut und weiß, dass ihm Könige, Höfe und Politik nicht die Bohne scheren. Sei es drum. Das Leben ist schließlich kein endloser Frühlingsritt. Bisweilen zwingt es uns dazu, uns mit Widerlingen wie Vernon Roche zu arrangieren. Widerling? Nun, nein. Ich rechtfertige mich nicht. Denn ich hatte meine Gründe. Die Fahrt nach Flotsam über war der Hexer in Gespräche vertieft. Während das Wasser an die Planken schlug, erzählte Triss vom Kind der Überraschung und der zerstörerischen Liebe, die den Hexer mit der Zauberin Yennefer verband. Von seiner Lebensgeschichte, die man ihm genommen hatte. Ich langweile doch niemanden. Nein, man möge dies Werk nicht zur Seite legen. Um der außergewöhnlichen Persönlichkeit willen, die in Kürze ihren Auftritt hat. Unterm Galgen.
Steck die Waffe weg, Elf. Ich will mit dir reden. Verneig dich. Du stehst vor einem gekrönten Haupt. Das von dem erwähnt, durchlauchtigster Herr von Eddern, von Gottes Gnaden, Souverän des Puntertals und so weiter. Und du bist? Ein Freund der Anderlinge. Ich habe einen Vorschlag. Sprich, schnell und präzise. Die Krabbspinne taucht gleich wieder auf. Bis dahin hätte ich gern Klarheit. Du könntest diesem Haupt noch weitere hinzufügen. Gekrönte. Red weiter. Zuerst den von Foltest. Aber ich brauche Hilfe. Wenn in Eddern nur knapp entkommen. Zugang zu euren Verstecken. Karten von euren geheimen Pfaden wären nützlich. Und schließlich die Hilfe der Skoyatel. Gold will ich keins. Auch der Ruf eines Töters schert mich nicht. Warum willst du sie dann umbringen? Lange Geschichte. Dein Schützling hat der Necker erwischt. Zeit zu gehen. Sind wir uns einig, Elf? Dass die Geschichte, wie er wieder packt, mit den Skoyatel zustande kam. Das war der Kopf von dem auf vom Schiff. Flotsa müsste da hinter der Landzunge sein. Gehen wir am Strand entlang. Gehen wir? Wer wir? Du und ich. Kundschaften. Ich komme mit. Besser nicht. Es könnte brenzlig werden. Wir wissen nicht, wie sie uns empfangen. Und deshalb lasse ich euch nicht allein losziehen. Irgendwer muss sich um euch kümmern. Was denn? Hat sie ihre Tage? Was haben wir eigentlich schon so für Quests? Doch, das sind die Erledigten, ne? Ah. Mit Hilfe des Kleinen gelangte der Hexer unversehrt auf das Schiff. Nun hatte der beiläufig erteilte Rat einem keinem falschen Talisman, sondern auch Geralt das Leben gerettet. Krass. Der wäre gestorben, hätten wir den gesagt. Ja, ja, Alumet, das hilft. Das Amulett, ja, ja. Und dann wäre es für uns auch schwieriger geworden. Cool. Okay. Ein paar haben wir also schon. Gibt es Nachrichten von deinem mysteriösen Informanten? Der Hafen ist blockiert. Die Kaufleute sitzen hier zum Teil schon seit Wochen fest. Im Wald muss es doch Pfade geben. Im Wald herrscht Jorvet. Ärger? Überlastet? Ach du Scheiße. Was können wir denn wegwerfen? Diesen Erz vielleicht. Ja, alle. Komm, alle. Holzklötze können weg. Denke ich mal. So, wenn hier noch sowas viel ist. Leder. Komm, davon kann auch ein bisschen was weg. So die Hälfte vielleicht. Ungefähr. Was haben wir hier? Das ist das restliche Leder. Aber hier, das wiegt alles nichts. Schwert. Knüppel, das temerische Schwert. Latte. Naja. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Ist nach Flotsam. Ich hoffe, das weißt ist nicht du, so weit. Wo wir sind? Im Wald? Wie witzig.
Weißt du, wem dieser Wald gehört? Jorvet? Ich weiß mehr über das Pontartal, als du meinst. Auch das Foltest, dieses Land vor ein paar Jahren dem Event abgeknöpft hat. Du warst wohl dabei? Hört ihr das? Stinkt nach Elfen. Das... Vernon Roche. Seit 4 Jahren Anführer der Temerischen Sondereinheit, Diener des Temerischen Königs. Verantwortlich für die Befriedung des Mahakam-Vorlands. Elfenjäger, Mörder von Frauen und Kindern. Zweifach ausgezeichnet für Mut auf dem Schlachtfeld. Jorvet, gewöhnlicher Hurensohn. Ich habe so lange auf diese Begegnung gewartet. Pläne geschmiedet, Fallen gestellt. Und da tauchst du mir nichts, dir nichts in meinem Wald auf. Du hast dem Mörder meines Königs geholfen. König oder Bettler, wo ist der Unterschied? Nur ein Däune weniger. Verwandlungsfall. Oh, fuck. Wir brauchen ihn lebend. Hast du einen Zauber, der passt? Oh, doch was Gutes. Ich muss mich konzentrieren. Ich versuch's. Das können wir jetzt nicht alles so schnell durchlesen. Ich warte. Oh je. Ha! Du bist ein ehrloser Mann, Vernon Roche. Mit Ungeziefer duelliert man sich nicht, sondern man zertritt es. Da höre ich doch nicht wieder die alte elfische Leier. Was meinst du damit, Hexer? Solche wie dich kenne ich. Stolze Enseide, die sich in den Wäldern verstecken. Ratlos, hinter einer Maske aus immer mehr Grausamkeit. Ich habe geholfen, Roches König zu töten. Das nennst du ratlos? Oder nennst du mich Terrorist? Die Freiheit schenkt einem keiner, Hexer. Die muss man sich selbst erkämpfen. Du bist einer dieser Greise in Jünglingsgestalt, die hinter gewählten Worten die Wahrheit zu verbergen versuchen. Die Wahrheit? Es geht nicht um Rassen oder Freiheit, nicht einmal um Rache. Ihr seid hier, weil es euch irgendein Einflussreicher befohlen hat, von dem ihr einfach benutzt werdet. Vielleicht trägt er eine Krone oder einen Zauberstab. Vielleicht herrscht er über eine Gilde. Sicher ist, dass ihn eure Freiheit und eure Angelegenheiten ebenso wenig scheren wie eure Ohren. So war es mit Nilfgaard und so ist es auch jetzt. Irre ich mich? Du irrst dich. Die Zeiten sind vorbei. Niemand benutzt mehr die Skoriatel. Wem willst du das verkaufen? Mir? Dir? Oder deinen Schützen im Gebüsch? Triss, los! Na, hat ja super geklappt. Das sollte sie aufhalten. Triss, bist du in Ordnung? Wie schön. Du hättest die Bogenschützen verzaubern sollen. Ja, wow, ich konnte mir das so schnell nicht alles durchlesen. Geralt, der Zauber wirkt noch. Geh nicht weg. Was ist los? Keiner mehr da, der noch Schmetterlinge herzaubern kann. Hauen wir ab. Ich hätte ja nicht viel Zeit. Nein, auf der anderen Seite sind noch mehr. Wir müssen uns nach Flotsam durchschlagen. Bist du das, Roche? Lässt du wohl die Pfoten von meinem Hintern? Was dachtest du denn, wer es ist? Ich bin kein Sack Kartoffeln und kein verdammter Elite-Soldat. Ich bin eine Frau. Hab ich bemerkt. Ich kotz gleich. Immerhin sterbe ich mit der Hand auf einem heizenden Hintern. Nicht auf meine. Ich halte den Zauber. Weiter, los! Nicht so zappeln, ich muss mich konzentrieren. Töte die Däune! Bist du noch ganz? Ja, alles in Ordnung. Hurensöhne! Was ist los? Ich sehe nur deine Stiefel. Wo ist diese beschissene Anlegestelle? Allmählich glaube ich, dass wir hier doch heil rauskommen. Triss, die Barriere wird schwächer. Triss? Schneller! Noch ein bisschen Magie. Nur noch ein kleines bisschen. Geralt,
Nun töte sie schon! Na, wen denn? Hier ist doch keiner. Eichhörnchen, sie greifen an! Alarm! Eichhörnchen! Sie haben Magier dabei! Macht euch bereit! Oh je. Das kann ja was werden. Ihr kennt euch? Oh ja, aber davon weiß er nichts mehr. Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Foltest tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. So viel Zauberei auf einmal kann einen kalt machen. Hast du das gesehen? Ja, der Königsmörder bei Jorvet. Seid ihr lebendig? Wer seid ihr? Ich bin ein Hexer. Ich bin Gewürzhändler. M hier F. M. Reis. Ein Händler? Gewürzhändler. Oh Mann. Und die? Guter Mann, wir sind gerade wundersam dem Tode entronnen. Sei so gut und sag uns, wo wir ausruhen können. Später erklären wir alles, was nötig ist. Also schön. Geht zum Marktplatz. Vielleicht kommt ihr gerade noch recht zur Exekution. Unruhestifter will man hängen. Zwerge und einen Barden. Schenke und Bordell gibt's auch. Da könnt ihr euch erholen. Das dürfen wir nicht versäumen, gerade das Bordell nicht. Leb wohl. Gut. Gewürzhändler. Da sind wir dem aber gerade eben entkommen und er... Vor. Ja. Und wir schauen uns dann im nächsten Part Flozer ein bisschen an. Bis dann. Oh, warte mal. Wir können aber vorher noch einmal leveln. 3 Talente haben wir. Das ist gut. Hier auch nochmal was. Komm, machen wir nochmal. Gut. Dann war's das jetzt aber wirklich. Und bis zum nächsten Mal.